In diesem Video erfährst du, wie der traditionelle Kapitalmarkt mit dem Cryptocurrency-Markt immer mehr verschmilzt. Denn es ist mittlerweile so, dass Cryptocurrency und traditioneller Kapitalmarkt eigentlich nicht mehr voneinander getrennt sind, sondern zusammen betrachtet werden müssen. Das ist aber eine sehr neue Entwicklung. Bis zum Jahr 2009 gab es überhaupt keine Cryptocurrencies. 2009 kam Bitcoin auf den Markt. Zuerst wurde diese Cryptocurrency natürlich sehr stark belächelt. Es war eine neue Technologie, niemand wusste, wie man damit umgehen sollte. Die Hackerwährung, wie sie genannt wurde damals. Und es gab nur ein paar Verrückte, die versuchten, damit irgendwie zu handeln oder die versuchten, es überhaupt zu minen. Daneben gab es natürlich den traditionellen Kapitalmarkt mit seinen Börsen, der Börse Wien zum Beispiel, mit der New Yorker Börse, New York Stock Exchange und so weiter. Es gab das traditionelle Bankensystem, das heißt, wenn du in Aktien investieren wolltest, dann bist du normalerweise zu deiner Hausbank gegangen, hast dort ein Wertpapierdepot aufgemacht und hast über dieses Depot dann in Verbindung mit der Börse mit Aktien handeln können. Dann kam der große Aufstieg der Cryptocurrencies. Neben Bitcoin wurden unzählige andere Währungen noch gegründet, wie zum Beispiel Litecoin, das ja heute auch noch existiert. Und traditionell wurden diese Coins auf eigenen Börsen gehandelt. Ein großes Beispiel dafür war Mt. Gox, das 2010 gegründet wurde und sich sehr schnell zu einer der größten Cryptocurrency-Börsen der Welt entwickelte. Die Börse hatte ihren Sitz in Japan und wies dann eine sehr tragische Geschichte auf, denn sie wurde gehackt und fast alle Bitcoins wurden gestohlen. Aber von da an sprießen die Cryptocurrency-Börsen nur so aus dem Boden. Im Jahr 2012 beispielsweise wurde Coinbase gegründet, welche noch immer eine der größten Cryptocurrency-Börsen der Welt ist. Bis dahin war der Kapitalmarkt und der Cryptocurrency-Markt noch sehr streng getrennt. Im Jahr 2015 wurde Ethereum ins Leben gerufen. Und das Besondere an Ethereum ist ja, dass es sogenannte Smart Contracts aufweist. Das heißt, du konntest auf einmal Contracts, also Verträge, auf die Blockchain bringen. Und damit war die Tür geöffnet für eine ganz neue Form der Unternehmensfinanzierung. Über sogenannte Initial Coin Offerings konnten Unternehmen Coins an die Öffentlichkeit offerieren und sich auch so finanzieren. Dies war ein ganz neues Modell neben dem traditionellen Kapitalmarkt. Dennoch waren beide Märkte noch streng voneinander getrennt. Erst im Jahr 2021 veränderte sich das Ganze. Tesla begann in großem Stil Bitcoin aufzukaufen. Damit war zum ersten Mal ein börsennotiertes Unternehmen öffentlich bereit zuzugeben, dass sie im großen Stil auch Cryptocurrencies kaufen. Und damit war der Bann auch gebrochen, dass andere große Unternehmen einstiegen. Das Unternehmen Square, Visa, Mastercard, PayPal, alle sprangen auf den Cryptocurrency-Zug auf. Damit war die Cryptocurrency-Welt auch für die großen Fonds und für die großen Banken auf einmal interessant geworden. Die Kurse dieser Coins, Bitcoin, Ethereum und so weiter, stiegen in astronomische Höhen. Von da an überschlugen sich die Ereignisse und der traditionelle Kapitalmarkt und die Cryptocurrency-Welt wurden immer mehr eins. Ebenfalls im Jahr 2021 ging Coinbase selber an die Börse. Das bedeutet, Coinbase ist von nun an selber ein börsengehandeltes Unternehmen und du kannst dir Aktien ganz klassisch von Coinbase kaufen. Aber es passierten noch ein paar spannende Entwicklungen, denn auf einmal begannen die traditionellen Cryptocurrency-Börsen selber auch Aktienhandel anzubieten. In den USA ist hier beispielsweise Robinhood zu nennen, wo es schon lange möglich ist, Teilaktien oder Aktien und Cryptocurrencies zu handeln. Das österreichische Unternehmen Bitpanda hat hier auch eine Vorreiterrolle inne. Denn seit kurzem kannst du auch auf Bitpanda Teilaktien kaufen. Das heißt, du wirst aber nicht selber Aktionär wirklich des Unternehmens, von dem du Aktien kaufst, sondern Bitpanda kauft die Aktien, diese werden sicher verwahrt und du besitzt ein Derivat, das den Kurs der Aktie nachzeichnet. Dies ist natürlich mit besonderen Risiken verbunden, dennoch können jetzt Aktien auch auf einmal über Cryptocurrency Exchanges gehandelt werden. Das heißt, von nun an gibt es nur mehr einen Ort, an den du hingehen musst. Du musst nicht ein Depot für deine Cryptocurrencies haben, ein Depot für deine Aktien, sondern bei den meisten Cryptocurrency Exchanges ist beides mittlerweile möglich. Das heißt, wir erfahren hier auch eine Zentralisierung der Handelsplätze.
Aber die Trennung zwischen Cryptocurrency-Markt und traditionellem Aktienmarkt ist komplett aufgehoben. Und die verrückteste Entwicklung, die gibt's zum Schluss. Die Firma Binance. Binance ist einer der größten Cryptocurrency-Exchanges der Welt. Diese bieten nun wiederum sogenannte tokenisierte Aktien an. Das heißt, sie kaufen wiederum Aktien und bringen diese Aktien wiederum auf die Blockchain. Das heißt, du kannst nun Tokens kaufen und diese Tokens repräsentieren wiederum Aktienwerte. Das heißt, eine ultimative Vermischung vom Kapitalmarkt und Tokenisierung, das heißt Cryptocurrencies. Dies ist alles ermöglicht durch diese Smart Contracts, die eben Vermögenswerte auf der Blockchain abbildbar machen. Und das Verrückte hier ist, Binance möchte vom Konkurrenten Coinbase wiederum Aktien nehmen und diese tokenisieren. Das bedeutet, du kannst über Binance Tokens kaufen, diese Tokens wiederum repräsentieren Aktienkurse der Firma Coinbase, die selber eine Cryptocurrency-Börse darstellt. Und hier sehen wir, dass es hier zu Blüten kommt auf einmal, die bisher unvorstellbar waren. Die Vermischung von Cryptocurrency-Markt und traditionellem Aktienmarkt ist komplett aufgehoben. Wir werden in Zukunft sehen, ob dies zu starken Verwerfungen sowohl am Aktienmarkt als auch am Cryptocurrency-Markt führen wird. Wir werden auch sehen, ob es zu Rückkopplungen kommen wird. Wenn zum Beispiel Cryptocurrencies stark ansteigen, wird auch der Coinbase-Kurs vielleicht stark ansteigen und damit auch der Tokenwert stark ansteigen. Die Befürchtung ist natürlich, dass diese immer stärkere Verzahnung die Unabhängigkeit, die Cryptocurrencies im Anfang versprachen, überhaupt nicht mehr bieten können. Sondern es ist nur noch ein einziger Marktplatz, die Cryptocurrencies beeinflussen den Kapitalmarkt und der Kapitalmarkt beeinflusst die Cryptocurrencies. Eines ist klar, die Zukunft bleibt spannend. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bin ich dir sehr dankbar, wenn du ihm auch unten ein kleines Like gibst. Danke dir!